Von Herzen möchte ich Sie im Namen meiner Mitschwestern zum 4. Adventssonntag im Kloster Notkasek begrüßen. Es ist eine Freude, wie wir Weihnachten entgegengehen. Es ist eine ganz große Hoffnung, die wächst, die zunimmt, eine tiefe Gewissheit, mit ihm unterwegs zu sein, ihm zu begegnen in der heiligen Nacht, an der Krippe, bei seinen Eltern, aber auch tief in meinem Herzen innen. Und es ist, wir hören heute die Begegnung, wo Maria zu Elisabeth über die Hügel eilt. Und ich erinnere mich noch an einen Vortrag von Silja Walter, wo sie uns ein Gedicht vorgetragen hat. Und es ist mir so geblieben, als sie sagte, sehnsüchtig eilen die Mädchen über die Sehnsuchtshügel voll des Sehnens. Das drückt genau das aus. Auch wir wollen uns so auf diesem Weg machen, voller Sehnsucht nach ihm, voller Freude auf ihn, in der Hoffnung dieser Begegnung. Und Elisabeth spürt durch ihr Kind, dass es Maria ist mit ihrem Retter und Erlöser, der in ihrem Leib heranwächst, der ihr begegnet. Sie spürt es, weil Johannes hüpfte in ihrem Leib. Und wie oft hüpfen auch wir, wenn wir wahrnehmen, das erfüllt mich mit großer, mit tiefer Freude. Kinder können das noch besser, aber auch wir hüpfen wenigstens mit unserer Seele, mit unserem Herzen. So wünschen wir Ihnen einen gesegneten 4. Adventssonntag.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Dieses Lied, das wir so gerne singen, wir sagen euch an den lieben Advent. Dieses Lied beinhaltet ein Programm für die Adventszeit. Besinnen wir uns zu diesem Lied und fragen wir uns, wie weit haben wir nach diesem Programm gelebt. Machet dem Herrn den Weg bereit. Was habe ich getan, dass der Herr einfacheren Zugang zu meinem Herzen hat? Habe ich den Weg für ihn bereitet? Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. So nehmet euch eins um das andere an. War ich für den anderen da? Habe ich ihm geholfen, ihm meine Zeit geschenkt? Christus, erbarme dich. Nun tragt eure Güte hellen Schein weit in die dunkle Welt hinein. Habe ich die Botschaft der Freude den anderen mitgeteilt? Konnten sie spüren in meinen Worten und Taten, dass Gott uns ganz nahe ist, dass er in unserer Welt wohnt? Herr, erbarme dich. Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf ihre Herzen und werdet Licht. Ja, komm, Herr, auch jetzt zu uns, zeige uns dein Erbarmen, mache hell unser Leben, verzeihe uns unsere Sünde und Schuld und führe uns einst zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Micha. So spricht der Herr: Du Bethlehem Ephrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt der Herr sie preis, bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seiner Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde. Und er wird der Friede sein. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, bei seinem Eintritt in die Welt spricht Christus: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir bereitet. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich: Siehe, ich komme, so steht es über mich in der Schriftrolle, um deinen Willen, Gott, zu tun. Zunächst sagt ihr: Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und Sündopfer forderst du nicht, du hast daran kein Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann aber hat er gesagt: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er hebt das Erste auf, um das Zweite in Kraft zu setzen. Aufgrund dieses Willens sind wir durch die Hingabe des Leibes Jesu Christi geheiligt, ein für allemal. Wort des lebendigen Gottes. Maria sagte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Alleluia, Alleluia. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. In wenigen Tagen ist Weihnachten. Wir wollen zu Weihnachten nicht nur Jesus, Maria und Josef treffen, wir wollen ihnen begegnen. Und dazwischen gibt es einen gewaltigen Unterschied. Wir haben sie schon x-mal getroffen und auch in unserem Gebet treffen wir sie immer wieder. Die Frage ist jetzt, ob wir ihnen begegnen. Wenn wir ihnen begegnen, wenn wir Gott begegnen, den Menschen begegnen, dann kann sich etwas in unserem Leben ändern. Betrachten wir die zwei Begegnungen, die Begegnung mit Gott und die Begegnung mit dem Mitmenschen. Maria, die ist zu Elisabeth gegangen, weil sie zuerst mal dem Engel Gottes und ihm Gott selber begegnet ist. In einer Begegnung, das sehen wir uns nicht kurz, wir haben fast keine Zeit, so im Vorübergehen oder nur formell, wie es dir geht, und dann gehen wir weiter. Sondern bei der Begegnung haben wir Zeit füreinander. Maria ließ sich zuerst vom Engel Gabriel ansprechen.
Und sie hat auch keine Angst, sie hat Zeit auch dafür, ihre Ängste, ihre Gefühle zu zeigen. Und der Engel nimmt sie auch wahr, nimmt auch alles wahr, was in Maria jetzt geschieht und spricht das an und sagt, hab keine Angst. Und als Maria nicht versteht, ja, wie komme ich jetzt zu einem Kind und fragt danach, dann der Engel antwortet ihr. Und der Heilige Geist kommt und ändert alles. Sie nehmen sich Zeit füreinander. Sie sind füreinander da. Jemand hat von Mutter Teresa oder von Johannes Paul II. Von den Heiligen unserer Zeit erzählt, als sie einem Menschen begegnet sind, dann zählten die Massen um sich herum überhaupt nicht. Dieser Mensch, mit dem sie gesprochen haben, dem sie geholfen haben, war die ganze Welt für sie. Das ist eine echte Begegnung. Nicht, ja, hat die nächste Person wartet und die will noch mich begrüßen und so weiter, sondern nein, das ist das Wichtigste, die ganze Welt, das ist das Entscheidende. Auch in unserem Gebet. Wenn das geschieht, dann schenkt uns Gott immer seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist erfüllte Maria und sie ist zu einem Kind gekommen. Mehr noch, in diesem Heiligen Geist hat sie gespürt, ich kann diese Freude nicht für mich behalten. Sie hat ja mitbekommen vom Engel, dass ihre Verwandte auch schwanger ist im 6. Monat. Und da hat sie gewusst, sie hat sonst außer ihrem Mann niemandem, der ihr helfen könnte. Der Engel hat ihr nichts gesagt, du sollst gehen und helfen. Aber der Heilige Geist hat sie getrieben, sie hat gespürt, ich soll hin, ich will helfen. Und da ist das heutige Evangelium, das wir gehört haben, sie ist da, um zu dienen. Und das hat sie eben in einer Begegnung mit Gott erfahren. Diese Begegnung mit Gott, so eine echte Begegnung, erfährt auch die Elisabeth. Als Maria sie begrüßt, der Heilige Geist kommt auf sie und dann merkt sie, es ist nicht nur Maria da. Das ist die Mutter meines Herrn. Das heißt, der Herr ist auch in ihrem Schoß. Gott ist jetzt auch da. Und sie kann das in der Kraft des Geistes wahrnehmen und sich freuen und staunen. Ja, wie ist denn das ja geschehen jetzt? Gott kommt zu mir? Die Mutter meines Herrn kommt zu mir? Maria hat ihr nicht telefoniert, ich bin jetzt schwanger. Kein Handy hat sie ja gehabt. Aber im Glauben, in der Kraft des Geistes geschehen Wunder und es ist möglich dann eine Begegnung mit Gott, mit seinem Wort und mit seinem Geist. Können wir so beten? Können wir wirklich so Gott begegnen? Nicht nur formell, dass wir jetzt einfach unser Brevier oder unser Gebet verrichten und ja, abgehakt und dann weiter oder tausende Gedanken noch kommen dazwischen, sondern uns wirklich voll einlassen auf diesen Gott, der jetzt uns entgegenkommt. Der mir begegnen will, der wirklich Zeit für mich hat und sich interessiert für mein Leben. Der mir, Jesus hat ja im Evangelium gesprochen, immer seinen Heiligen Geist gibt. Ich habe gerade im Katechismus gelesen für einen kurzen Vortrag, wenn wir Liturgie feiern, und das tun wir auch, dann loben, verherrlichen wir den Herrn und erbitten den Heiligen Geist, dass er auf uns herabkommt und auf die ganze Welt. Weil nur er kann unsere Herzen bewegen, er kann unsere Herzen verwandeln und uns einfach zu den anderen auch aussenden. Wie erfahren wir diesen Heiligen Geist in unserem Gebet? Ist er wirklich die Seele von unserem Gebet, von unseren Gedanken und Worten? Diese Begegnung mit Gott hat Folgen. Wenn wir echt Gott begegnen, dann wollen wir auch echt den Menschen begegnen.
Und wir haben auch zu Weihnachten viele Familientreff, kommen die Menschen zusammen, bla bla, reden, Geschenke geben, auspacken, ein wenig Freude, vielleicht ein lustiges Lied noch singen und so weiter. Wenn es geht, dann noch in die Kirche gehen, dann in der Nacht. Und das war's. Wir haben einander getroffen. Wir haben einander gesehen. Aber wir sind einander nicht begegnet. Vorgestern bei der Weihnachtsfeier bei uns in der Unteren Weid hat eine Frau gesagt zu mir, ja, das Weihnachten dieses Jahr wird einfach ziemlich schwierig sein, auch für mich. Wir haben alle eingeladen, wir wollen, dass die Leute kommen. Die einen kommen nicht wegen Covid, die anderen ja, die Tochter vielleicht lässt sie sich jetzt scheiden. Es ist schwierig, kommen sie eher auch nicht und wie können wir jetzt einander echt begegnen? Wir wissen, dass es Probleme gibt. Wir wissen, dass es nicht einfach ist. Aber wenn wir jetzt einfach nur das Ganze von außen her betrachten oder verschweigen, bringt das nichts. Erst dort, wo wir miteinander zusammensitzen und den Mut haben, dem anderen zu sagen, das oder jenes beschäftigt mich oder damit komme ich nicht klar oder das schaffe ich überhaupt nicht. Wir haben Angst davor, wie die anderen reagieren. Aber eine echte Begegnung geschieht nur dort, wo die Menschen ehrlich sind. Mein Mitbruder hat mir Freude gemacht, er hat mir geschrieben, nach so vielen Jahren, er ist jetzt pensioniert, etwa 70, durfte ich in der Gemeinschaft ein Seelsorgegespräch mit einem Mitbruder erleben. Wir haben einander telefoniert und ich habe ihm einfach erzählt oder einfach mitgeteilt, so spontan, was da los ist jetzt, gerade bei uns in der Kommunität oder bei mir, wie ich gewisse Dinge auch erlebe und so weiter. Und er hat gemerkt, ja, jetzt als Mitbruder kann ich auch zuhören. Kann ich auch vielleicht helfen oder ein Wort sagen? Und gerade darum geht es. Dass wir den Mut haben, ehrlich zueinander zu sein und über all das zu sprechen, was auch schwierig ist. Aber nicht nur das, auch über all das, was uns Freude macht. Wie Elisabeth und Maria. Die haben diese riesige Freude, die sie dann in ihren Herzen hatten, ausgetauscht und mitgeteilt. Es ist schwierig, weil wir wissen auch nicht, wie die anderen reagieren, was sie dann denken werden, oder? Und wir wollen unser Gesicht nicht verlieren, weil wir da schon eine gewisse Position oder eine Funktion auch und so weiter dann im Kloster oder in der Familie oder anderswo haben. Und dann, ja, meinen wir, ja, das geht irgendwie nicht. Nein, wagen wir es. So, dass wir wirklich spüren, dass wir auch einander im Glauben tragen können. Dass wir einander beistehen können. Vielleicht finden wir nicht gleich eine Lösung, aber spüren wir, da ist jemand, der mir auch zuhört, der sich interessiert für mein Leben, der sich Zeit nimmt und der mir beisteht. In so vielen Familien oder auch Gemeinschaften vermissen wir das. Wir leben zwar unter einem Dach, wir leben irgendwie nebeneinander, aber so oft leben wir wenig miteinander. Bitten wir den Herrn, dass er uns hilft, unsere Herzen auch für ihn, aber auch füreinander zu öffnen, dass Weihnachten für uns alle eine echte Begegnung mit ihm, mit unserem Heiland ist, mit Jesus Christus, aber auch mit den Mitmenschen, mit denen wir unser Leben teilen. Bekennen wir miteinander unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.
deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gott, du bist unser Vater und du meinst es gut mit uns, deinen Kindern. Dich bitten wir. Wir antworten: Komm, Herr, und säume nicht. Wir bitten dich für alle, deren Hoffnung zerbrochen ist und die nicht mehr weiter können. Für alle, die keinen Ausweg wissen und daran verzweifeln. Komm, Herr, und säume nicht. Wir bitten dich für alle, die krank sind und die auf Linderung und Heilung warten. Für alle, die Angst vor dem Sterben haben. Komm, Herr, und säume nicht. Wir bitten dich für alle, die einsam sind und sich gerade in dieser Zeit alleine fühlen. Komm, Herr, und säume nicht. Wir bitten dich für alle, die ein Kind verloren haben oder sich sehnsuchtsvoll eines wünschen. Komm, Herr, und säume nicht. Wir bitten dich für die jungen Menschen, dass sie zu dir finden und dich als Priester und Ordensleute zu den Menschen tragen. Komm, Herr, und säume nicht. Wir bitten für uns alle, die wir dich sehnsuchtsvoll erwarten und dein Wirken an uns und unter uns erkennen möchten. Komm, Herr, und säume nicht. Du Gott kennst unsere Hoffnung und unsere Angst. Du weißt um unseren Weg, führe du uns zum Ziel. Dir sei Ehre und Lob, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebe die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen.
Denn schon leuchtet auf der Tag der Erlösung und nahe ist die Zeit unseres Heiles, da der Retter kommt, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Markus und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen
und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit der heiligen Elisabeth und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, in dem wir rufen dürfen, Abba, lieber Vater. In diesem Geiste beten wir nun voll Vertrauen. Vater unser. So auch. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens, der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Seht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Sein Name ist Immanuel, Gott mit uns.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in diesem Mahl das Heil zugesagt und uns jetzt schon Anteil daran gegeben. Lass uns das Kommen deines Sohnes in Freude erwarten und mache uns umso eifriger in deinem Dienst, je näher das Fest seiner Geburt heranrückt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Brot vom Himmel hast du uns gegeben. Lasset uns beten. Gott, du hast uns in dem wunderbaren Sakrament das Andenken an deine Leiden hinterlassen. Wir bitten dich, lass uns das heilige Geheimnis deines Leibes und Blutes so verehren, dass wir die Frucht deiner Erlösung alle Zeit in uns erfahren, der du lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.